Nein, natürlich. Es muss genau, muss natürlich genau dem Moment jetzt einer kommen, ne? Fick doch die Wand an. Laden. Oh Mann, jetzt bin ich hier komplett. Komplett neu. Mist aber auch. Ja, komm, Kamera, du siehst mich nicht. Ich weiß nicht, das Feuerzeugbenzin, das lasse ich mal links liegen. Weiß nicht, wenn ich jetzt hier vielleicht mich da so hinstelle. Bestens schon mit der Betäubungsspritze Anschlag. Könnte es vielleicht klappen. So. Gut. Das hat tatsächlich geklappt. So. Körper ziehen. Hier lasse ich ihn nicht liegen, falls ein anderer auch mal noch in den Keller geht. Bringe ich ihn einfach rüber zu der Kiste. Der Kiste von eben. Hier. Da kann ich zwar keinen drin richtig verstecken, aber er liegt da ganz gut. Mist aber auch. So. Körper ablegen. So. Sehr schön. Ich würde ja mal fast sagen, speichern kommen wir damit alle drei. Damit haben wir alle drei Slots benutzt. Ja, aber jetzt müssen wir beim ersten anfangen. Aber jetzt gehen wir erstmal gucken. Hier nehme ich und da nehme ich und dort. Oh, hallo Kollege. Ich muss mal aufs Klo. Hey, ist der Kollege weg? Oh, tatsächlich. Dann kann ich ja jetzt hier schön. Oder kann ich hier? Oh, gut, wir können hier Pistolen und so'n Scheiß mitnehmen. Holster das mal. Ja, von wegen Überwachungsbänder. Gibt's vielleicht noch einen anderen Raum? Hier jetzt komplett alles absuchen. Da ist eine Treppe nach oben. Hier ist auch eine Treppe nach oben. Wie die immer so skeptisch gucken, nein. Kollegen. Ja, was haben wir denn hier? Hallo Kollege, ich bin nur auf der Durchreise. Guck mich jetzt hier gerade echt überall um. Hier ist ein Bett mit einem Spiegel oben drüber. Ja, wahrscheinlich. Wir haben hier verschiedene Türen. Hier geht es auf jeden Fall nochmal in ein Bad rein, ja? Oh, hoppla. Nein, nein, nein. Okay, das war jetzt nicht so geplant. Ich wollte es eigentlich nur nochmal quietschen lassen. Und richtig. Wir müssen hier ja auch noch eine Statue finden. Warte mal. Gab es nicht Keller? War da nicht noch mal irgendwo noch ein. Moment, da ist jetzt ein Ausrufezeichen. An dem einen Auto? Interessanterweise kann ich mich jetzt hier aber mal frei bewegen. Ich frage mich jetzt tatsächlich halt, wo sind die
doofen Ver doofen Verbände, doofen. Oh, das ist mein Zielperson. Ist das süß? Riecht das oder? Gut. Oh, nee, warte mal. Na doch. Du hast Zucker zwischen deinen heißen Schenkeln. Das ist ein. Hä? Moment mal. Das ist eine Wache, ja. Ich kann hier Äther auf Hosen schütten. Auf welche Hosen denn, bitteschön? Ich habe hier keine Hosen gesehen und nichts. Aber gut, ich habe hier Äther drauf geschüttet. Weiß nicht, was passieren wird. Aber ich werde es wohl merken, was passiert. Das ist meine Zielperson. Das ist noch eine Wache. Ich sollte vielleicht doch mal wieder. Ah, okay. Diese Hose. So eine Hose ist gemeint. Das ist eine Unterhose. Okay. Das ist jetzt also passiert. Die Frage ist nur. Nee. Ich glaube nicht, dass das gut war, dass der daran geschnüffelt hat. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was ist denn hier? Überall mal umgucken. Hier ist noch eine Sauna, ha? Mhm. Was haben wir hier? Ah, eine kleine Wohnstube. Eine Küche. Nee, ein Speisezimmer. Hier gibt es Getränke. Oh, das ist der Hausflur, ja. Oh, hallo, mein Bester. Ich muss doch da dieses Ding, es muss irgendwo sein. Ich glaube, ich habe oben was vergessen. Ich bin gleich wieder da. Er hat oben was vergessen, er ist gleich wieder da. Kanäle, 80! Und kein einziger taugt was. Ich gehe jetzt hoch in mein Büro. Kein einziger taucht was. Ich weiß jetzt immer noch nicht. Irgendwo muss doch die Überwachungskamera sein, oder? Oder hat die mich angeblich doch nicht aufgezeichnet? Der Wunschkandidat des Präsidenten gewesen sein. Ne, hör mal auf hier. Der oh, da im Garten ist der Clown. Schauen wir uns mal im Garten um. Was können wir denn hier so machen? Hier vielleicht das Benzin reinschütten in den Grill. Wäre bestimmt lustig. Ich gehe das mal holen. Mal gucken, was man damit vielleicht machen kann. Momentan kann ich mich ja hier frei bewegen. Schauen wir mal, was hier geht. Feuerzeug, Benzin. Gehen wir mal an den Grill und gucken, ob wir da eine Option kriegen. Ich kann tatsächlich den Grill manipulieren. In der Tat. Ob es mir was bringt, ist eine andere Frage. Höchstens, dass dieser Clown. Ich. Nein! Mann, warum muss dann diese Tür eigentlich abgeschlossen sein? So, ich gehe jetzt mal ganz was anderes machen. Ich gehe jetzt mal hier raus. Und. Map. Ja, tatsächlich. Wie bei diesem Lauritz-Auto. So ein Ausrufezeichen. Ich kann hier die Tür öffnen. Okay. Ah, hi. Oh,
Interessant, das sind wohl die Überwachungskameras. Hier. Und hier kann ich Videos stellen, aber wenn ich das jetzt mache, wetten. Was zum Teufel? Attacke! Ah, okay. Man darf nicht verkleidet als Karl von denen Spielladen. Das war hier das, ne? Man darf nicht verkleidet als Agent das Überwachungsvideo nehmen. Gut, kommt natürlich auch ein bisschen komisch rüber. Muss ich zugeben. Die Frage ist jetzt, war ich da jetzt drauf zu sehen? Oder nicht? Ich schätze mal, ja. Weil nämlich da plötzlich das angezeigt wird. So. Hier nochmal kurz Mikrofilm beschaffen. Hier, in einem Schmuckstück. Vielleicht muss ich aber auch erst rausfinden, wo das Schmuckstück denn sein soll. Gut, den Typen. Was ist das für eine Tür? Ach, die Tür nach draußen. So, das Schmuckstück zu. Ne, den Typen zu eliminieren. Dürfte es nicht so schwierig sein. Oh, jetzt bin ich hier in der Küche. Oh, guck mal da. So ein geiles Küchenmesser. Es sah erst aus, als sollte es so ein Keramikmesser sein. Ding, habe ich Bock, das mitzunehmen, weiß auch nicht. Steck's weg. Der neue Vizepräsident wurde heute Morgen im Rosengarten des Platzieren. Catering-Kiste. Allerdings dürfte Mr. Daniel Morris nicht der Wunschkandidat des Präsidenten gewesen. Die Frage ist. Kann ich hier was vergiften? Ich hole mal kurz eine Giftspritze raus. Wo ist sie denn? Ne, da geht nichts. Und ich bin natürlich hier direkt wieder. Direkt wieder, Dings. Spielladen. Ein neuer Anfang. So. Aber langsam bin ich der Meinung, dass es doch mal jetzt was werden sollte. Mit, nein, hier nicht aufmachen. Gehen wir mal hier lang. Langsam sollte es doch mal was werden. Mit Dings. Ach, guck mal hier. Der Fernseher. Ist das Fußball? Was? Bullmunition? Oh, warte mal. Es ist wohl der Revolver von dem. Von der Zielperson. Den würde ich aber auch gern mitnehmen, den Revolver. Wo ist es denn jetzt eigentlich, die Zielperson? Im ersten Stock. Komm, gehen wir da auch mal hin. Ja, ich bin irgendwie sonst wo. Hier ist auch noch ein Pool, wa? Ich irre aber eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit nur durch die Gegend, ne? Das da ist ein Clown. Hallöchen. Ach, hier, guck mal, da ist die Treppe. Endlich habe ich die Treppe gefunden. Hier mal Tür aufmachen. So, Schmuckstück. Es könnte vielleicht auch sein, dass es dieses, genau diese, dieser Revolver ist, den ich brauche. Zielperson ist jetzt im Erdgeschoss. Hier im ersten Stock ist momentan gerade niemand. Warte mal, das ist der Raum mit dem Fernseher. Mhm. Oh, und jetzt stehe ich hier und warte. Gute Frage, nächste Frage. Da ist ein Typ.
Was macht der? Frage ist auch... Na, komm, lass doch mal die Klavier weiter. Klavierseite weg. Ganz normaler Typ. Dieser eine Typ, der da geschnüffelt hat, der ist irgendwie gerade gar nicht da, ne? So, was macht denn die Zielperson? Sie bewegt sich auf die Treppe zu. Hey, wisst ihr was? Ich speichere doch jetzt hier gerade nochmal. Und zwar auf das erste Save. Mache das mal. Vielleicht kommt er ja jetzt hier rein. Und schnüffelt da dran. Nein, tut er nicht. Stattdessen schnüffelt der. Das wird jemand gesehen haben. Die Frage ist jetzt, wo finde ich das Schmuckstück? Und die Frage ist auch, sollte ich vielleicht doch nochmal laden und das mit dem Äther sein lassen? Tell me what happened. Wir haben hier einen Toten. Wir haben hier einen Toten, ja, es ist die Zielperson. Und... Da kommen Autos lang gefahren. Okay, so eine Szene hatte ich schon nochmal, aber wusste ich auch nicht, was es zu bedeuten hat. Diesmal schicken wir sie ans andere Ende. Mikrofilm beschaffen. Schmuckstück, Schmuckstück, Schmuckstück. Irgendwie muss ich das wahrscheinlich erst noch rausfinden, wo denn dieses Schmuckstück sein soll. Und, oder was es ist. So, ich bin der Meinung, ich habe das jetzt hier gerade nicht so sonderlich intelligent erledigt. Ja, vor allem dieser Typ hier. Das Schmuckstück. Ich weiß nicht. Hallöchen. Also Verdacht haben die scheinbar hier noch nicht geschöpft, was mich angeht. Die Frage ist jetzt echt, wo finde ich dieses Schmuckstück? Wer sagt mir, wo das Schmuckstück ist? Das müsste doch mir theoretisch irgendjemand sagen können, müssen, dürfen. Hier vielleicht irgendwo. Könnt ihr das ganze Haus absuchen? Und gucken, ob ich da irgendwo das finde, was ich brauche. Hier stehen ja einige Sachen rum. Die Frage ist nur... Damit, wo kriege ich raus, was das Schmuckstück ist? Möglicherweise kann ich das Schmuckstück auch erst finden, wenn ich weiß, was es ist.
wäre in dem Fall relativ blöde. Der Vizepräsident wurde heute Morgen im Rosengarten des Weißen Hauses vereidigt. Allerdings dürfte Mr. Daniel Morris nicht der Wunschkandidat des Präsidenten gewesen sein. Der neue Vizepräsident wurde heute Morgen im Rosengarten des Weißen Hauses vereidigt. Allerdings dürfte Mr. Daniel Morris nicht der Wunschkandidat des Präsidenten gewesen sein. Wie oft willst du das denn eigentlich noch sagen? Alter, der macht hier aber voll und ganz die ganze Zeit nur denselben Monolog hier. Weit und breit nichts, ne? Irgendwas muss es doch sein. Oh, eine auseinandergebaute Maschine. Was er wohl damit vorhatte? So, hier war ich auch noch nicht in der Garage. Ja, Mikrofilm. Ist jetzt echt eine gute Frage. Wo ist hier ein Schmuckstück mit einem Mikrofilm? Ich hab halt irgendwie keine Lust zu speichern. Irgendwie habe ich sogar eher Lust nochmal zu laden und zu gucken, ob ich das nicht anders gebacken krieg. So, ich habe jetzt das ganze Haus irgendwie gefühlt durchsucht. Moment mal, habe ich das Messer nicht? Danach habe ich wohl nochmal geladen. Betäubungspfeile, Münze. Oh, die Münze! Oh, schaut euch den Revolver hier mal an. Was ein Gerät. So, Flasche Äther. Ja, da ist sogar noch was drin, so wie es aussieht. Ja, gut. Der neue Vizepräsident wurde heute Morgen im Rosengarten des Weißen Hauses vereidigt. Allerdings dürfte Mr. Gatorin-Kiste. Ja, die machten ja eigentlich nur Sinn, die mitzunehmen, wenn man ja einer von den komischen Leuten ist. Oder so. Ja, gut. Ich hab keine Ahnung. Er wurde heute Morgen im Rosengarten vereidigt. So, jetzt laufe ich hier erneut durch das ganze Haus und finde nichts. Oh, hallo. So, und jetzt sind wir wieder nach draußen. Es sei denn, das, was ich suche, ist hier draußen im Garten. Was macht dann der hier eigentlich die ganze Zeit? Außer irgendwie immer mal einen heben. Oh, hier könnte ich klettern. Ja, bringt mir nur nichts. Ach, Leute! Ja, eben bitte diese Tür. Langsam müsste ich doch wissen, dass die abgeschlossen ist. Wurde heute Morgen im Rosengarten des Weißen Hauses vereidigt. Allerdings dürfte Mr. Daniel Morris nicht... La 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 la. So, hier ist...